Bahnsteige in Bangkok. Jo, hier ist eine Straße, das ist die Khaosan Road. Und es ist ein bisschen gammeliger und kleiner. Aber ja. Kleiner und gammeliger. Aber wir sind hier. Es ist die schlechteste, die wir bisher hatten. Genau. Lustigerweise schlechter, als die, die wir geschenkt gekriegt haben. Ja. Und morgen wollen wir nach Siem Reap, nach Kambodscha. Das müssen wir übrigens gleich auch noch erledigen, bevor wir woanders hingehen. Genau. Das wollen wir morgen tun. Da fährt morgen früh ein Bus. Da übrigens hat meine Schwester gesagt, es ist ultra praktisch, wenn ihr da, weil das Angkor Wat Gemälde ist so gigantisch, wenn ihr da ein Fahrrad mietet für den Tag. Was? Wenn ihr da ein Fahrrad mietet für den Tag, dann kannst du auf diesem Gelände. Das ist ja die größte religiöse. Also die größte religiöse. Ist das so groß? Ich hätte mir jetzt genauso groß vorgestellt wie ein scheiß White Temple. Echt? Ich dachte, der White Temple wäre viel größer. Das dachte ich auch, ehrlich gesagt. Seriously, und dann ist das so ein Gebäude mit so einer scheiß Brücke. Es sah cool aus, aber es war einfach voll klein. Ja, stimmt, das war echt klein. Nee. Angkor Wat ist die größte religiöse Stätte der Welt. Und deswegen kann man sich da ein Fahrrad halt leihen, um dann halt da. Es ist größer als quasi Maya-Tempel zählen auch als religiöse Stätten. Okay, ich weiß aber nicht, wie groß sie sind, aber die wirken recht groß auf den Postkarten, die ich kriege. Von deinen Maya-Freunden. Von meinen vielen Maya-Freunden. Genau, und jetzt gerade chillen wir noch hier. Und eigentlich wollten wir schon heute direkt weiter dahin fahren. Das hat nicht geklappt. Das klappt aber nicht. Genau, deswegen sind wir jetzt noch hier. Weil die Busse fahren nur morgens. Weil die Grenze hat nur tagsüber auf. Und wenn die Busse nachmittags oder abends fahren würden, kommen die an, wenn die Grenze zu hat, was ja schwachsinnig ist, weil dann stehst du an der Grenze. Und hast gegebenenfalls kein Visa. Das heißt, gegebenenfalls, sie haben kein Visa. Nee, es gibt ja Leute, die sich das vielleicht schon vorher geholt haben. Ich glaube, du kommst nicht mehr rein, wenn das Ding zu ist. Und da kannst du auch mit Visa haben. Wenn da keiner steht, dann der Typ mit der Kuzi, um zu gucken, dass keiner über den Zaun springt. So überwachungsstaatmäßig. Das heißt, überwachungsstaatmäßig. Hast du übrigens mitbekommen, dass wir im Bus kontrolliert wurden? Nee. Wir wurden angehalten von Thais, also von so Thai-Militärs. Echt? Ja, die sind sogar durch hier reingelaufen und haben geguckt, so, ob wir irgendwas. Ich meine, du hast geschlafen, sie haben jetzt nicht uns abgetastet oder so, aber sie ist halt so. Nein, leider nicht. Also dann, ich glaube, das hätte denen auch nicht so gefallen. Hello, what do you think? Can you greet my subscribers? Jetzt gefeiert, wenn das dann so richtig schlecht gemacht hat. Well, hello, my friend, I'm from Thailand. Hallo, YouTube. Shut the fuck up. Wichtig anzumerken, hier sind die Zutaten aufgeführt. Und wenn man das jetzt aufeinander addiert, dann kommt man auf 70%. Das heißt, die zwei, die hier angegeben werden, die nicht Prozentzahlen haben, müssen 30% ausmachen. Wovon sprechen wir denn überhaupt? Von Schokoladenbrot. Ja, das ist Schokoladenbrot. Das kommt im Off-Text. So. Und hier sind das Präservative und künstliche Geschmacksstoffe. Das heißt, in diesem fucking Brot sind 30% entweder Präservative oder künstliche Geschmacksstoffe. Oder Gluten. Nee, nicht mal. Oder? Ja, doch, oder Gluten. Ich warte auf die Schärfe. Nee, dann habe ich dann einfach gerade einen falschen Bissen gehabt. Kann ja auch sein. Also ein bisschen so, man spürt, dass ein bisschen was dran ist, aber. Ja, und nachdem wir dann ein letztes Mal in Bangkok zu uns genommen haben, haben wir uns dann am nächsten Morgen auch in den Bus gesetzt und sind direkt weitergefahren nach Siem Reap, wo dann auch die größte Tempelstätte der Welt, Angkor Wat, direkt in der naheliegenden Umgebung ist. Und sind damit dann auch in ein weiteres Land gereist, nämlich Kambodscha. Und ja, meine Eindrücke dazu gibt es dann gleich noch. Die Reise war etwas spektakulärer als die anderen, aber im Endeffekt hat auch alles gut geklappt. Wir mussten halt noch über die Grenze, weswegen wir auch morgens den Bus nehmen konnten, weil die Grenze nachts geschlossen hat. Und da mussten wir quasi noch ein Visa beantragen und dann Pass checken lassen und so weiter. An der Grenze noch ein bisschen länger warten. Und dann waren wir aber auch da und ein paar nächste Eindrücke gibt es dann gleich noch. Musste man nicht früh morgens los, sondern konnte nicht abends, sondern so filmst du morgens los. Weil ich ja nochmal unsere Headquarter filmen muss, jo.
weil ich die GoPro mal wieder hier anmachen wollte. So. Ja, nee, da kann man nicht, nicht morgens los, aber nachts ein Ding sehen. Wir gehen heute nach Angkor Wat. Jo. Angkor. Gut, in die Region, in die Region. Das Gelände. Das Gelände Angkors, im spezifischen Angkor Wat. Oder auch die größte Tempelanlage der Welt. Ja, beziehungsweise oder auch. Sehr spannend. Sehr spannend. Ich kann es mir nie merken, diese ganze Asiaten schon haben. Wir sind übrigens in Kambodscha. Für den Fall der Fälle. Ja. Das ist ganz cool. Genau, hier ist unser Room. So, Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon Tempel, Archaeological Park, Dap Rom, Bantai Srai. Weiß nicht. Und wir haben uns dazu entschlossen, 3 Tage hier zu bleiben und uns das 3 Tage anzusehen. Und dann zurück nach Thailand zu fahren. Das sind 100.000 PL. Ja. Die Währung in Kambodscha, sehr inflationiert. Leicht inflationiert. Mit einem extrem variablen Umrechnungskurs, wie wir schon festgestellt haben. Ist das Koks? Das schmandelt ab. Ist das weiß? Dann ist es Koks. Nee, das ist Farbe. Ich glaube, mit Riel schnupft keiner Koks. Wusstest du das in... Na, jetzt kann ich hier beschönigen. Money, money! Hm. Du kannst an jedem zweiten, also vielleicht sogar mehr oder weniger, also es war auf jeden Fall eine extrem hohe Zahl, dass du auf jeden Fall quasi, wenn du mit relativ ordentlich Geld rumläufst, dass du quasi immer Koks in deiner Hosentasche hast. Aber ich fühle mich jetzt schon high. Mach nochmal. Community High Five. Wow. Jetzt kommt der Genussmoment. Wow. Das ist okay, ehrlich gesagt. Was für ein Space. Wir sind jetzt eine 3-4 Stunden hingelaufen und sind jetzt in Angkor Wat. Gleich. Also, das gehört theoretisch auch schon dazu hier. Ich glaube, das ist für die Mauer. Oh, ja. Sieht alles ziemlich krass aus. Ziemlich nice. Da ist ein fetter Fluss, der immer rundherum geht. Ja. Der an sich schon fucking 200 Meter weit breit ist. Und die Sonne scheint krass, weil es mittags ist und ja. Los, wir gehen weiter.
Also hier sind Palmen, ja, genau. Und hinter mir ist Angkor Wat. Ziemlich beeindruckend, waren wir auch drin. Eine der größten, die ein bisschen weiter weg. Oder der größte. Die größte Tempelanlage der Welt. Die größte religiöse Stätte der Welt. Die größte religiöse Stätte der Welt. Danke. Bitte. Mysteriöse Stimme. Obwohl die in den letzten 500 Jahren nicht mehr religiös genutzt wurde. Obwohl, warte, da lege ich mir jetzt die zwei aus dem Fenster. So gut kenne ich die Geschichte auch nicht. Auf jeden Fall. Sieht verdammt geil aus. Ja. Aber wie bei allem anderen wird hier auch gebaut. So ein Scheiß. Da vorne kann man das sehen. Das war jetzt der Zoom. Das war der Zoom, genau. Er hat den Selfie-Stick ausgefahren. Ja, kann man das sehen? Wie der fucking Kölner Dom. Immer ist irgendwie, wird irgendwo gebaut. So ein Scheiß. Aber der Dom war echt das Dümmste. Woraus bauen wir das? Aus Sandstein. Das hält für die Ewigkeit. Ja, ich glaube, woraus das denn gebaut ist hier. Ich glaube nicht, dass das alles aus Sandstein gebaut ist. Nee, glaube ich auch nicht. Aber was ist es? Well. Wenn ich mich mit Materialkunde nicht gut genug aus, was sagt denn der Vivi dazu? Ja, ich habe Werkstoffkunde, ne? Da lerne ich, wann was bricht, aber nicht... Woraus Angkor Wat ist? Genau. Ist ein ziemlich schlechtes Fach. Nee, aber ich weiß, wann etwas überdehnt ist und wann etwas reißt. Ja, ja. Und hier machen die ganzen Touris jetzt Fotos, dann gibt es sogar ein Pferd. Die ganzen Touris, also wir überhaupt nicht. Wir haben sie auch gemacht, das wollte ich jetzt als nächstes sagen. Wir haben auch Fotos gemacht. Ja. Werdet ihr auf unserer Facebook-Seite auch schon gesehen haben. Ja. Und dahin kannst du mit dem Pferd ein Foto machen. Ansonsten machen wir uns jetzt mal weiter auf den Weg, aber in der Sonne ist es verdammt warm, deswegen hier gerade im Schatten chillen und da spielen Kinder voll authentisch Fußball, jo. Kannst ja reinkarten, habe ich ja Video gemacht. Ja. Genau. Und mir ist echt warm. Das war's. Wir melden uns von der Arbeitsfront zurück. Furchtbar. So. Wir haben uns jetzt Fahrräder gemietet. Das ist viel mehr als für heute. Mein Sitz ist nicht so. Das ist sehr niedrig. Aber wir haben uns jetzt Fahrräder gemietet und fahren damit jetzt gleich wieder zu der ganzen Anlage und dann auch damit da rum. Hat uns jetzt für 2 Tage, die wir noch hier sind, jeweils $3 gekostet pro Rad. Ist relativ okay. Eigentlich hat es $4 gekostet. Und ja, sind ein bisschen klapprig, aber es wird funktionieren. Ja gut. Ne? Ja. Und ich werde den Rucksack doch wieder auf den Rücken nehmen, weil das ist zu viel Gewicht für den Scheißkorb. Okay. Dann melden wir uns vielleicht später wieder. Europa sind alle guten Bananen. Genau, Mini-Bananen haben wir hier. Die hier sind viel zu gammelig für Europa. Und das dürfen nicht mehr importiert werden. Das ist wir wollen ein Brot kaufen und damit aufnehmen. Und gucken jetzt mal, was da raus wird. Ich habe mir schon ein Keuchen geholt. Mein Offen ist recht teuer. Ja. Wir sind jetzt, wo sind wir? Bei Filmzucker. Phnom Bakeng. Nee. Phnom Bakeng. Ich glaube, das ist ein Phnom. Man spricht mit C aus. Phnom Bakeng. Im zentralen Mountain, jo. Und wir bearbeiten uns immer noch im Fahrrad vor. Es war vorhin etwas verwirrend, aber ich glaube, jetzt haben wir den richtigen Weg entdeckt. Ja. Und das ist eine Pyramide, die genau, sieht leicht, so aus. Leicht übersehen werden von. Wir werden jetzt mal näher rangehen und so und dann gucken wir. Kirschen uns dann relativ schmal. Stimmt. Pass echt auf, wo du hintrittst, Junge. Ich habe keinen Bock, dass du mir runterfällst. Der Aufstieg war mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu gefährlich, um nur zu achten, wie die GoPro sitzt. Hab dich ein bisschen gefilmt, aber. Wir haben heute den 17. 8. Und wir sind ja aktuell in Kambodscha, waren wir in der Pub Street in Siem Reap und haben ein paar Bierchen getrunken. Und dann sind wir gerade zurückgekommen und haben Folgendes mitbekommen.
Ja. Ist jetzt nicht ganz so cool. Weil wir eigentlich geplant hatten und sogar schon fast ein Ticket gebucht hätten, um morgen wieder nach Bangkok zu fahren. Wir haben gerade erstmal so ein paar Minuten gebraucht, um das erstmal zu verdauen, weil wir halt vor ein paar Tagen noch da waren. Und es ist auch jetzt nicht irrational weit weg am anderen Ende der Stadt passiert ist, sondern halt Kilometer, 2 Kilometer von unserem Hostel entfernt, in dem wir noch waren. Das ist krass. Und dementsprechend werden wir jetzt unsere Pläne ein bisschen umdisponieren und erstmal versuchen, überhaupt zu gucken, was wir jetzt tun. Und ja, was das so für Auswirkungen hat. Genau. Ja. Ansonsten gibt es dazu, denke ich mal, erstmal jetzt nicht so viel zu sagen. Außer, dass es halt erstmal ein Schock ist. Ja, weil es einfach sehr banal ist, dass man vor ein paar Tagen noch da war. Genau. Ein Update geben zu gestern. Nämlich, wir fahren jetzt heute Nacht mit einem Nachtbus nach Pattaya. Und nicht nach Bangkok. Ja, von da aus dann in den Süden. Und wir sind hier gerade beim weiteren Ring von dem ganzen Angkor-Gelände. Und das hier wurde von den Deutschen mit restauriert, yo. Germans. Bitch. Genau, und es ist immer noch sehr warm. Hier zumindest. Und da kommt ein Hund. Ein Hund. Wir werden da jetzt vielleicht gleich mal rein. Wir sind, wie heißt das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Takeo. Wir sind in Takeo. Ein weiterer generischer Tempel, jo. Und da kann man hoch und wir sind nicht hochgegangen, weil wir schon auf 4, 5 drauf waren. Und das immer sehr nervig ist, da hoch zu klettern. Ja, du musst zugeben, generisch ist ein bisschen unfair. Die sind im selben Stil gehalten. Die sind im selben Stil gehalten. Weil das hier auch dieselbe Anlage ist. Also wenn es jetzt der erste wäre, den ich sehe, wäre es ziemlich beeindruckend. Weil es, glaube ich, der achte ist, den ich sehe. Denke ich mir so, ja. And on it goes. Ja, genau. Genau. Er hat halt wenig Besonderes an sich. Irgendwie so hat er noch so was Einzigartiges. Der hat halt wirklich nicht wirklich Einzigartiges. Der ist einfach groß. Genau. Und heute ist unser letzter Tag in Kambodscha. Jo. Und heute Nacht fahren wir Kambodscha. Wieder. Heute Nacht fahren wir wieder nach Thailand zurück. Genau. Cool. Wir sehen uns dann. Bitte mach dich dann. Es ist jetzt gleich 2 Uhr. Wir warten seit 2:30 auf unseren Pickup hier, der uns dann zu unserem Nightbus fährt, der uns nach Pattaya bringt, also wieder zurück nach Thailand. Er ist noch nicht gekommen. Bin mal gespannt. Gut, eine halbe Stunde. Ist jetzt auch noch nicht so viel Zeit, aber naja, mal sehen. Ja, ansonsten wieder nach Thailand.